So, Herr Meier, das Jahr neigt sich schon dem Ende zu. Sie sind ja mittlerweile auch bei Ihrem neuen Arbeitgeber. Die erste Frage, wie gefällt es Ihnen denn so? Und die zweite Frage, haben Sie denn schon Gedanken für 2016? Ja, erstens mal gefällt es mir sehr gut. Zweitens mache ich keine kurzfristigen Prognosen mehr, sondern konzentriere mich auf die längerfristige Entwicklung. Wie weit sind Sie denn da mit Ihren Gedanken schon im Voraus? Wir müssen sehen, dass wir uns momentan in einer dritten Welle des Abschwungs in einem Kreditzyklus befinden. Die erste vorausgehende Welle konnten wir in Japan sehen. Das passierte schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das war, wenn Sie so wollen, ein Warnschuss. Die zweite große Welle, mit der wir ja dann sehr gekämpft haben, passierte nach dem Platzen der Subprime-Kreditblase, begann Anfang 2007, setzte sich fort, rollte weiter und hatte dann ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Lehman-Krise Ende 2008. Was wir jetzt sehen, ist der Abschwung im Kreditzyklus in den Schwellenländern. Die asiatischen Länder sind davon erfasst, vor allem natürlich China, das Schwergewicht. Aber nicht nur Länder wie China, sondern daraus abgeleitet auch Rohstoffländer wie Brasilien, Russland. Dieser Abschwung im Kreditzyklus bei den Schwellenländern wird uns noch einige Zeit beschäftigen und wird die Erholung in den Industrieländern schwieriger machen. Wie sieht denn die Situation heute in Deutschland und in Europa aus? Europa hat sich im Verlauf dieses Jahres etwas stabilisiert. Die Euro-Krise ist etwas in den Hintergrund getreten. Da hat sicherlich geholfen, dass man Griechenland kurzfristig stabilisiert hat, dass man in anderen Ländern wie Irland und Spanien sind hervorzuheben, umfassende Strukturreformen gemacht hat. Europa steht also jetzt wieder relativ besser da. Es wäre aber meines Erachtens verfehlt zu glauben, dass sich damit die Probleme der EWU gelöst hätten. Diese Probleme können zurückkommen, weil die EWU, das haben wir gesehen in den letzten Jahren, an sich nicht richtig funktioniert. Haben Sie gerade bei Flussbach von Storch ein Projekt, was Sie mit Leidenschaft verfolgen? Wir machen mehrere Arbeiten, mehrere Arbeitsgebiete. Das eine ist die Makroanalyse und da ist eben steht im Vordergrund die Analyse des Kreditzyklus. Das ist etwas, das wir jetzt also insbesondere dann im Hinblick auf die Schwellenländer uns genauer anschauen. Der zweite Arbeitsschwerpunkt, den wir haben, ist Unternehmensanalyse, wobei wir das nicht so verstehen wie die Wertpapieranalysten bei den Banken, die sich einzelne Unternehmen anschauen und dann die Kennzahlen durcharbeiten. Wir schauen uns eher strukturelle Faktoren an, Dinge wie ist die Unternehmensführung aufgestellt, also wie ist die Qualität der Unternehmensführung, welche längerfristigen Belastungen haben die Unternehmen, die aus ihrem Geschäftsmodell herrühren, denken Sie an die Energieversorger, oder aber auch durch ihre Pensionsverpflichtungen, denken Sie an Unternehmen wie die Lufthansa, die jetzt dagegen kämpft. Also sind so längerfristige Faktoren, die wir uns anschauen. Und der dritte Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, ist Marktverhalten und Anlegerverhalten. Also wie gehen die Leute jetzt mit Volatilität um in einer Welt, in der Aktien und Anleihen jetzt miteinander korrelieren. Der klassische Rat, Volatilität dadurch zu verringern, dass man Aktien und Anleihen in sein Portfolio aufnimmt und darauf hofft, dass die gegeneinander laufen, ist vorbei. Also das sind die drei Schwerpunkte, mit denen wir uns beschäftigen. Vielen Dank einmal. Dankeschön.